Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Blood and Wine. Wir sind eigentlich immer noch in der Nähe von der Stelle, wo wir letztes Mal aus dem Wasser rausgesprungen sind. Und es gibt jetzt nur noch eine Sache, die ich machen möchte, bevor wir mit der Hauptgeschichte und dann wirklich dann so ziemlich an ihr dranbleiben, bis wir zum Ende kommen. Und alle anderen Hexeraufträge und so, die will ich dann auch noch machen, aber ich will dann einfach in der Hauptgeschichte bleiben, weil das dann einfach, das immer wieder eine Pause einzulegen. Holt einen doch raus, ja. So, da vorne sehe ich ein Schiff. Und ich möchte jetzt wenigstens ein neues Rüstungsset. Oh, was ist das denn? Weiß mir direkt einfrieren. Wow, kriegt der viel Schaden. Genau, die schneidende Kälte. Eingefrorenen Gegner, die sterben mit einem Schlag. Und wenn nicht, kriegen sie mehr Schaden. Wenn sie nicht total einfrieren. Ich weiß nicht, ob der Bär jetzt eben eingefroren ist. Da hinten ist Beauclair. Und da muss irgendwo ein Meisterrüstungsschmied sein. Das wurde, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls können wir. Ich denke mal, wir können das Schiff hier. Oh, wir können das Schiff nehmen, ja. Da gibt es auch hier so ein Fischerdorf. Komm, wir sagen Auch mal. Pferde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Pass Ja. auf, wo du hinläufst. Ja, Entschuldigung, Mann. Also, dann nehmen wir einfach mal das Schiff. Wir kapern das Schiff. Na komm, dann steig mal in das Boot rein. Ich muss doch hier hinten stehen, gell? Ich könnte ja mal auf der Karte gucken. Meisterrüstungsschmied. Ich will ja eine Rüstung haben, nämlich die Rüstung, die Geralt in Witcher 1 trägt. Okay, hier ist eine herzogliche Kämmerer. Das ist nicht unbedingt ein Schmied. Also wir müssen. Hier ist ein Schleifstein. Da könnte ein Schmied sein. Wir kriegen es noch nicht angezeigt. Da ist ein Hafen, da werden wir gleich ansetzen. Gehen wir erstmal hier und laufen in den Hafen ein. Hier habe ich auch gedacht, dass man mit dem Hexerzeichen Art, also wo man dann Luftstöße oder wie er es auch nennt, telekinetische Luftenergiestöße und dann die Luft sich bewegt, dass man dann schneller segeln kann, aber das ist nicht der Fall. Wir müssen hier schon uns auf den normalen Wind verlassen. Und das ist der Hafen hier. Okay. Genau, die Rüstung Manticore, die will ich auf jeden Fall haben. Und alle anderen Rüstungssets, die sehen, verändern sich auch vom Aussehen her. Was ist die Bärenrüstung, Wolfenrüstung, was gibt's denn noch? Katze. Oh nee, gibt's hier keinen Wind oder was? Ah, da vorne kann ich andocken. Da ist auch schon ein anderes Schiff. Muss hier aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie den Hafen von Beauclair entdeckt. Okay. Wie kann man nicht nochmal zurück? Weißt du was, dann steigen wir jetzt hier einfach aus und springen Ich hier bis auf rüber. den Kaiser, auf die Ritter, die Wache und wie ich auf die Pisse. Ich pisse auf das ganze bekannte Herzogtum. Der pisst auf das ganze beknackte Herzogtum. Wir gehen mal zu diesem Schleifstein. Da ist ja oft in der Nähe eigentlich. Genau, da gehen wir mal hin. Da gehen wir mal zu Fuß. Natürlich, wenn man durch die Stadt geht, gibt es dann immer wieder die. Gibt es dann immer wieder die Sachen auch, dass man irgendwas reinläuft und dann eine Quest gestartet wird. Ich weiß nicht genau, wie es hier ist. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber hast du nicht das Turnier gewonnen? Ja. Die sehen recht, obwohl ich das Schwert nicht mehr trage, ja. Also das Reliktschwert, das ich von Olgiet bekommen habe, das ist auch cool, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt stärker ist oder nicht. Da geht's auch in die Stadt rein, ich denke mal. Ich habe hier nur einen groben grünen Pfeil jetzt, der mir anzeigt, okay, da hinten ist es. Gehen wir einfach mal in die Stadt rein und fertig. Obwohl natürlich. Wo ist mein Plötze? Plötze, komm her. Hey. Ich bin ja auf jeden Fall mit meiner Hexermutation. Bin ich zufrieden? Ich habe ja die letzten Stufenaufstiege, habe ich die Punkte gar nicht benutzt. Was ein Glück. Weil das habe ich ja dann doch nicht erwartet, dass man so viele Fertigkeitspunkte braucht, um eine Hexermutation auszuwählen. Ja. Ui. Aber ich würde auch gerne mal dieses Blutbad ausprobieren, wo man dann mit dem Schwert einfach mehr kritische Treffer und finale Hiebe, also Finisher, landen kann. Das sieht vielleicht auch ganz lustig aus. Aber dafür muss ich halt noch warten.
Ich hoffe mal, dass das noch was bringt. Ich gucke jetzt mal auf die Karte, ey, sonst... Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Okay. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie hier hoch. Genau, wir können ja nicht im vollen Galopp durch die Stadt reiten, sondern nur, wie heißt es? Kanter. Kanter. Ach. Bei den Wunden des Propheten. Eine Hexe. Komm schon, Plätze. Und da sehe ich auch schon, da ist so ein orangenes Zeichen. Mach langsam. Da wird auch die nächste Quest starten, aber... Ey, komm, ich steig jetzt ab. Das hat ja keinen Sinn hier. Das hat ja keinen Sinn. Aber das möchte ich dann nicht. Also wenn ich dann noch so eine andere Nebenquest starte, dann möchte ich auch die dann irgendwie weitermachen. Damit es nicht so abläuft, man fängt sie an, weiß gar nicht mehr genau, worum es geht. Ach, hier könnte ich auch noch was kaufen, ey. Warte mal, jetzt sehe ich auf der Karte, ist doch schon... Bürger von Buckley. Unser Herzogtum sollte drei ganz bestimmte Farben in der Flagge führen. Rot, Weiß und Rosé. Alle Einwohner unserer schönen Stadt sind aufgefordert, den Hexer zu unterstützen. Tag der offenen Tür beim Orden der transnationalen Geißler von Buckley. Mein Bruder hat mir ein Schwert geschenkt. Alle sind eingeladen. Ich habe es Nadel genannt. Und kostet die Geißel. Das könnte es doch schon sein, oder? Dann war ja mein Symbol da nicht richtig. Ach doch, da ist auch noch was. Rüstungsschmied. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein und schauen mal. Das könnte dieser Meister Rüstungsschmied sein, oder? Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazar Lafargue. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da? Wenn ich durch die Gegend zöge. Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Ja, ja. Gegen den Batzen Kronen, ja, gegen den Batzen Kronen. Möchte dir das etwas anfertigst, der. Wie sind die Schemas? All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzel, einem legendären, leider verblichenen Elfen und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Oh. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tienzel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Sehr gut, sehr gut. Hoffentlich nicht zu teuer, bitte. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied
Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tienzel sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft, den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Ich kann dir dabei helfen, Neo. Sag mir, wo du sie... Der müsste eigentlich auch mal meine Rüstung reparieren, Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern. Jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Jojo, wir fangen jetzt hier nicht alle möglichen Quests an, Wir wollen... Ich will die eine haben, die wirklich cool ist. Alle anderen werden natürlich dann eine neue Stufe erreichen, sehen auch ein bisschen anders aus. Nur die einzig neue, die einzig neue ist der Manticore. Die Schule des Manticores, über die weiß ich wohl am wenigsten, obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammt. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticores weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten. Tienzel war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tienzel schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastoi-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Ich dachte schon, es wäre ganz einfach gewesen, ich einfach nur hier ins örtliche Beauclair-Gefängnis gehe, aber okay. Mich interessiert was anderes. Ich möchte nämlich, dass du meine Rüstung reparierst. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Natürlich, weil das muss man ja auf jeden Fall machen. Handeln. Wie repariere ich denn jetzt nochmal? Oh, das ist ja so lang her. Nee. Was ist das denn jetzt? Das haben die auch neu abgedatet. Genau, jetzt kann ich hier reparieren. Oh, 200? Jetzt ernsthaft? 96 Kronen? Warte mal. Gott, aber die Rüstung muss ich... Oh Mann. Oh yeah. Das ist direkt ein paar hundert Kronen los hier. So, jetzt habe ich ja noch mein Zeug an ihn verkauft. Deshalb bin ich wieder bei 4800 Kronen. Also es lohnt sich wirklich, Rüstungen aufzuheben. Das war's dann erstmal. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Genau, jetzt haben wir eine neue Quest. Schatzsuche, Großmeister, Ausrüstung der Manticore-Schule. Wir müssen zu den Ruinen des Bastoi-Gefängnisses. Und draußen donnert es irgendwie. Was hat er denn da hinten für eine Tür? Kann ich schon mal rein? Ach komm, mach keinen Scheiß. Echt jetzt? Aber für mich ist der Handel in Ordnung. Wir bringen ihm die Schemata. Oh, ein ganz anderes Wetter hier. Nicht schlecht, das passende Wetter, um auf Schatzsuche zu gehen. Habe ich mir schon gedacht, wenn wir uns eine Geschichte erzählen lassen, dass wir eine Quest kriegen. Mir soll jetzt erstmal die Manticore reichen und Geralt hat es ja auch erwähnt. Er hat... Oh, was ist das jetzt hier noch? Kräuter aller Art. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich bin bei Kräutern, bin ich eigentlich bestens ausgerüstet und brauche nicht alle möglichen Tränke da. Hier gibt es auch wieder eine Quest. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Dobry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wir sind den ganzen Tag. Okay, wir gehen erstmal weiter. Wir werden es. Das werde ich mich ein andermal. Also, das Spiel ist wirklich riesig und ist auf der einen Seite cool, aber ich möchte jetzt mal eine Rüstung haben. Und dann schauen wir weiter.
Genau, hier haben wir die nächste Wegmarke. Wir kennen diesen Platz hier. Hoffentlich ändert sich das Wetter jetzt nicht so krass, wenn wir jetzt... Wo ist dieses Bastoi-Gefängnis? Gehe zu den Ruinen des Bastoi-Gefängnisses. Nicht, dass das hier so... Das hat manchmal im Hauptspiel... Das ist auch ziemlich stark, wie das hier inszeniert wird hier. Vorher habe ich einfach nur so Karten bekommen. Jetzt erzählt ihr mir irgendwas. Schoschote-Höhle. Hier waren wir... Ach ja, das war mit dem Großwildjäger. Ist in der Nähe. Natürlich dauert es ein bisschen, dahin zu reisen. Deswegen könnte es sein, dass sich das Wetter schon wieder ändert. Der Regen ist weg. Aber okay. Nee, es donnert immer noch. Es donnert noch. Also vielleicht regnet es noch in Beauclair. Aber hier nicht. Ja, und das ist halt das, was Witcher 3 auch wirklich so ein schönes Spiel macht, ja. Das ist wie bei allen möglichen Geschichten oder Filmen oder auch Büchern, es ist gar nicht mal so wichtig, was passiert, ja. Weil irgendwo gibt es auch immer wieder die gleichen Geschichten, zwar in anderen Formen und Farben und Namen und so. Aber die Inszenierung ist immer das, was es ausmacht, ja. Und die Inszenierung in Witcher 3, die ist ja nochmal so viel besser geworden. Deswegen das nächste Spiel, was von CD Projekt Red rauskommt, heißt, glaube ich, Cyberpunk 2077 oder so. Ich habe nur einen Trailer gesehen, mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich auch nicht. Der Trailer sieht schon cool aus. Ey, vielleicht brauche ich hier so ein... Ich speichere ab. Genau so ein Vieh vielleicht, ey. Für die Manticore-Rüstung. Komm her. Boah, der ist 45. Ah, ich hab ja das neue schneidende Kälte, ja? Wow, das ist ja hauen einfach nur platt hier. Komm, lad auf. Bam. Genau, damit kann man sie auch vom Himmel holen. Ansonsten muss man sie mit der Armbrust anschießen. Gib mir das Zeug. Nee. Pfeif mal. Und zack. Schon sind wir wieder weiter. Oh Mann, ey. Mein Charakter ist eigentlich viel zu stark. Oh Mann. Mach langsam. Ah, hier ist es schon... Los, lauf! Diese Gefängnisruine, oder was? Ich hab schon gedacht, haben wir das Gefängnis eingesperrt und... muss ich einfach nur mal hingehen und fragen. Langsamer. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal Feld ein. Diese Bergruinen haben einfach keinen normalen Weg mehr, der zu ihnen führt. Obwohl, sowas interessiert mich schon manchmal. Ah, doch, der Eingang ist hier. Mal sehen, ob ich etwas finde, das Merten hier zurückgelassen hat. Genau, dann gehe ich jetzt einfach mal zum Eingang. Und aus die Maus. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich mich mit diesen Absuden oder, ich glaube auf Englisch heißt es Concoctions oder sowas, ein ganz komischer Name, brauche ich nicht unbedingt. Also Geralt wird dann teilweise noch stärker und man kann ja auch an diesen Wettsteinen benutzen. Da hat man dann einen Tag lang erhöhte Rüstung oder geschärfte Waffen. Aber das brauche ich nicht unbedingt. Jetzt müssen wir hier nur irgendwas suchen. Ach, hier liegt doch Zeug rum, was man teilweise gebrauchen kann. Natürlich brauchen wir wieder 6 Schematas, ja. Deswegen habe ich jetzt noch nicht direkt alle Quests von dem angenommen. Ich will erstmal nur die Manticore-Rüstung haben. Was ist das denn? Hä? Was zum Teufel, ey? Die war eben noch mit Kapuze, auf einmal ist... So ein scheiß Vampir? Und ganz schön stark, ey. Brenn mal, ey. Wow. Mann, können wir die irgendwie langsamer machen? Brenn mal. Jetzt doch. Die hat's drauf, ey. Ah, die können wir auch nicht einfrieren, lol. Wow, wie war er schon mal? Ich bin zu stark. Ja, gegen den einen. Billig, Mann, ey. Wie werden.
Oh, scheiße! Komm! Schieße mal an! Interessiert dich gar nicht! Oh, fuck! Fuck! Komm raus aus der Ecke! Schild! Pause! Ah, komm her, wir haben sie fast! Wir haben sie? Wow, ey! Das war jetzt ein normaler Gegner, oder was? Nicht schlecht. Vampirblut. Krass, ey. Was für ein versteckter Schatz gibt's denn hier? Tagebuch des Beamten. Ja, das nehmen wir natürlich auch mit. Da wären wir reich. Fragmente eines Tagebuchs, das mit Blut und Rückenmarksflüssigkeit bedeckt ist. Es schien ein ganz normaler Tag in der herzoglichen Schatzkammer zu werden. Beginnen mit Baguett und Camembert, fortfahren mit dem Sortieren von Pergamenten, schließlich vor Sonnenuntergang den Heimweg antreten. Doch heute wurde der normale Ablauf der Ereignisse gestört, dramatisch gestört. Ich fand im Archiv eine hochinteressante Notiz, dazu einen Schlüssel. Der Schlüssel ist die Hauptsache, denn nach dem, was ich dem staubigen Aufzeichnung entnehmen konnte, öffnete er eine Truhe voller Goldstücke. Doch ich greife vor. Ich fand beim üblichen Sortieren den Auftrag, das Bastoy-Gefängnis zu reformieren. Von Herzog Henry Gras höchst selbst. Wir wissen alle, wie übel dieses Experiment endete. Die Ruinen des Gefängnisses schlagen mit ihren zermalmten Skeletten und den Geschichten über die heulenden Geister der ermordeten Wachen noch heute jeden Besucher in die Flucht. Doch ich wusste, dass sich dort eine Truhe verbarg, zu der ich nun den Schlüssel hatte. Diese Truhe enthält offenbar Kronen, die für den Kauf von Büchern und Rationen für die Insassen von Bastoy gedacht waren. Einer der Angestellten hier beging offenbar die Sünde der Unterlassung und schickte die Truhe ohne den Schlüssel zum Direktor. Vielleicht war es besser so? Der Direktor wurde gefehlt? Die Wächter lebendig gehäutet? Die Degenerierten hätten auch den Throneninhalt in die Finger bekommen, wenn sie den Schlüssel gehabt hätten. Aber so, ob die Truhe noch ungeöffnet ist? Die Leute reden von einem Fluch, der den Ort beherrscht, eine finstere Macht, beschworen durch die Bestialität jener Morde. Aber die Leute sagen auch, dass ein Ophiri-Kaiser von Nilfgaard werden und das Ende der Welt einläuten wird. Es hat keinen Sinn, auf solches Gerede allzu viel zu geben. Gib mir einfach diesen Schatz. Das ist doch ein Totkopfzeichen. Hä? Jetzt kommt mal kein Scheiß, ich wollte jetzt einfach nur reich werden. Weil, wenn die Viecher zu hoch sind, dann, ich habe schon mal sowas gemacht, ja. Da habe ich, glaube ich, 15 Minuten oder so gegen so ein Vieh gekämpft, ey. Ich habe halt überhaupt keinen Schaden gemacht. Wo können wir diesen Schatz finden? Hier hat es gestartet. Notizen eines Todesverurteilten. Die Sonne geht auf. Ich werde ihr Licht nutzen, um diesen Brief zu schreiben, bevor sie mich zum Galgen bringen. Ich weiß nicht, wer ihn lesen wird, ob ihn überhaupt jemand lesen wird. Vielleicht schreibe ich nur mir selbst, um mein Herz vor meiner Exekution zu reinigen. Ja, ich habe ihn umgebracht. Bis jetzt habe ich gelogen, um der Strafe zu entgehen. Noch immer meine ich, dass er den Tod verdient hatte für das, was er mir angetan hatte. Habe ich falsch gehandelt? Vielleicht. Doch er war ganz sicher ein schlechter Mensch, der den Tod verdiente. Sollen die Götter das letzte Urteil treffen und die Strafen verhängen, über ihn und über mich. Die Wache kommt. Mögen die Götter über meine Seele wachen. Für das, was er dem hier angetan hat. Okay, so eine Geschichte von einem Exekutierten, aber wir kriegen anscheinend den Schatz nicht einfach so, ey. Ich habe einen Schlüssel zu einer Truhe. Finde den Schatz. Der muss da... Wo soll der denn hier sein, ey? Warum war hier ein Totenkopf? Vielleicht war das Totenkopfzeichen für diesen einen da. Schon wieder so eine Notiz. Die Wachen verstehen nichts, sie haben mich hier eingesperrt und meinen, damit wäre alles vorüber, doch das ist es nicht. Für die, die durch meinen Kopf in diese Welt kommen, sind Steinmauern kein Hindernis. Durch meinen Kopf, okay.
Sie werden weiterhin diese schrecklichen Dinge mit Menschen machen, aber diesmal ist es nicht meine Schuld. Ich kann Wassertropfen fallen hören. Jeder Tropfen, der auf den Stein aufschlägt, ist wie ein Hämmern gegen die Türen in meinem Kopf. Ich weiß, ich kann die Türen nicht lange verschlossen halten. Sie wissen das auch. Bald werde ich wieder ihr Hohngelächter hören. Der Löffel wird nützlich sein. Ich habe meine Hand so lange an seinem Griff gerieben, dass er sich nun anfühlt wie von meinem Fleische. Jetzt werde ich die Türen in meinem Kopf ein für alle Mal verschließen. Er hat sich den Löffel ins Hirn gerammt. Ja, ohne Witcher-Sinne werde ich hier wahrscheinlich das Areal, wo wir diesen Schädel. Das Areal, wo dieser Schatz sein soll, ist ja relativ klein eigentlich, ja. Die Frage ist nur, ob das, ob ich hier rein... Hier war ich ja eigentlich schon mal, aber irgendwie... Uns fehlt ja immer noch der Schatz, das ist ja das Problem. Also irgendwann mal... sage ich dann auch gute Nacht, ey. Das gehört auch noch zu dem Schatzareal, aber... Oh, keine Ahnung, ey. Das ist ja... Ist ja ganz schön krass. Aber hier vielleicht drinne? Nee. Auch nicht. Hier habe ich eigentlich noch nicht geguckt. Ey, jetzt langsam... Habe ich schon jede Ecke abgeguckt, oder? Ach nee, warte mal, hier ist noch was. Nur alles mögliche Zeug. Das ist die Schatztruhe, wir haben es. Wir haben es. Toussaint Ritterhandschuhe. Erinnerungen eines Bibliothekars. Ich habe gestohlen und unterschlagen. Das gebe ich zu und schäme meiner Taten. Aber was hätte ich machen sollen? Mein Gehalt als Schreiber war so lächerlich, dass ich mir ständig Geld von meiner Mutter leihen musste. Ich war ein Dieb, aber ich habe auch viel Gutes für die Palastbibliothek getan. Wer hat für den Import von Folianten wie das Leben der Propheten, De Hamo Hiudibus, Hebammenkunst für Jungfrauen und so vielen weiteren gesorgt? Mir hat die Palastbibliothek zu danken, für was man wissen muss, um glücklich und zufrieden zu leben, und andere, rare Bände wie Speculum Aurearum und De Lavis Cincis Effigeris Camisis. Diebstahl und Veruntreuung sind unbedeutend. Der wahre Wert eines Mannes zeigt sich in seinem Umgang mit Büchern. Genau. Wow, Gnomenwettstein, Färbmittel für schwarze Rüst. Können wir direkt einfärben. Alles klar. Arbeitsauftrag. Ah, das haben wir jetzt schon abgeschlossen. Das lasse ich jetzt mal liegen. Weil die Nebenquest, finde alle Großaufträge, ey. Schatzsuchen, Manticore, Level 40, wir sind 41, passt. Du suche die Ruinen, hier haben wir schon uns gefunden. Und die andere Quest hatten wir eben auch abgeschlossen. Arbeitsauftrag, Chemata, das ist jetzt wieder andere Sachen. Rezept, blau in rot. Kann man die denn verwandeln? Auftrag zur Neuorganisation in Reform des Bastoi-Gefängnisses an den Gefängnisdirektor. Nach Erlass des allerknigsten Herzogs Henry III. Ist Jacques Olex, Direktor des Bastoi-Gefängnisses, verpflichtet, die folgenden Reformen durchzuführen. Entlassung der halben Wachbelegschaft. Verbot physischer Gewalt Gefangenen gegenüber. Einstellung von Bestrafen durch Dunkelzellen, gekürzten Rationen und Auspeitschung. Erlaubnis für die Gefangenen, Privateigentum zu haben. Erlaubnis für die Gefangenen zur freien Bewegung auf dem Gefängnisgelände. Kauf von feinen Lebensmitteln mit Hilfe der beigefügten Mittel, Anstellung eines Lehrers zur Unterweisung in Lesen und Schreiben, Kauf jeglicher hierzu erforderlichen Ausrüstung. Der allergnädigste Herzog Henry III. Ist der Auffassung, dass diese Änderungen auf Grundlage von Modellen, die in den zivilisierten Landen des Südens üblich sind, zu geringen Verbrechensraten im Herzogtum führen werden, indem jungen Straftätern der Weg in ein neues Leben eröffnet wird. Juniorbeamte Philipp Jody Simbardo. Mann, hier sind ja Zeuge. Hier sind ja Sachen abgegangen. Ich habe ja nicht eine Schemata jetzt gefunden. Was ist das denn? Tja, keine Ahnung.
Also das Zeug war auf jeden Fall irgendwie das mit dem Gefängnis-Experiment. Und das andere, das fehlt uns jetzt noch. Das ist sehr interessant. Also normalerweise hat man ja teilweise so ein Hexersymbol sehen können. Da wusste man, okay, da geht's jetzt weiter. Ich denke mal, das hat jetzt irgendwas hier mit diesem Turm da zu tun. Ich kann auch gerade hier hochklettern. Dann klettern wir ja auch. Brauchen auf jeden Fall. Da gibt es eigentlich auch immer eine Geschichte so, zu dem hier. Genau, hier ist ein Skelett. Ja, man hat den hier eingesperrt. Und das ist ja vielleicht so ein einzelnes Gefängnis. Manticore Stahlschwert und das Tagebuch eines Gefangenen. Lies die Notizen des Gefangenen. 30. Birke 1201. Mein Mitgefangener Merten, der so viele Monate lang durchgehalten, sich über meinen Glauben an Majoran mokiert und die Freuden des lästerlichen Lebens gepriesen hat, ist heute vollständig zusammengebrochen. Er gestand, dass er seine gottgegebene Zeit mit fleischlichen Lüsten verbracht hat, die ihn zu nichts als Schande in Ketten geführt haben. Ich versuchte, ihn aufzurichten und ihm zu sagen, dass es noch einen Pfad gebe, dass er seine alten Gewohnheiten abschütteln und sein Leben Majoran und dessen Lehre widmen könne. Meine Worte stießen fürs Erste auf taube Ohren, aber eines Tages, so glaube ich, wird er umkehren und auf die Wahrheit hören. 12. Lammers, ein Jahr später. Im nächsten Jahr. Unfassbar, wie angenehm sich doch neuerdings das Gespräch mit Merten gestaltet. Kaum zu glauben, dass wir einander früher nicht ertragen konnten. Der Mann ist transformiert. Ich glaube, er hat seinen neuen Pfad angenommen. Gierig lauscht er alles, was ich ihm über Marions Lehre zu sagen habe. Ausgerechnet in diesem feuchten, finsteren Loch sendet der Prophet mir einen Sünder und gibt mein Leben wieder Bedeutung. Okay, das nächste Jahr wiederum. Es ist vorüber. Merten hat seine Strafe abgesessen und diese verfluchten Kerkermauern verlassen. Die Lehren, die ich im Laufe der Monate an ihn weiterzugeben mich bemühte, haben offenkundig Wurzeln geschlagen. Merten hat geschworen, auf eine Pilgerreise zu gehen, die ihm helfen soll, sein altes Leben hinter sich zu lassen und sein neues zu finden. Er wird zuerst die Höhle aufsuchen, in der Majoran erleuchtet wurde und in deren Wände er 4 seiner großen Wahrheiten gemeißelt hat. Ich hoffe, die Aura dieses Ortes hilft Merten, wie so vielen vor ihm, Läuterung und Stärke für seine Pilgerreise zu erlangen. Deren zweite Saison Station. Die zweite Station kennen wir. Den Tagebuchaufzeichnungen nach ist Merten vom Gefängnis aus direkt zur legendären Höhle gezogen. In der soll auch Majoran einst gehaust haben. Dahin gehe ich jetzt. Oh! Entschuldigung. Wir haben jetzt nur das Manticore-Stahlschwert bekommen. Die Schwerter sind erstmal nicht so wichtig. Materialien werden erstmal nur für die Rüstung benutzt. Also wir anscheinend weiß Geralt schon, wo der nächste ist. Die erste Station von der Pilgerreise ist Majorans Höhle oder was auch immer. Die zweite konnten wir ja nicht erkennen. Kann das sein? Warum haben wir denn hier... Wieso gibt es denn hier keinen Wegmarker? Plötzlich mein Pferd. Kannst du hier drüber springen? Heya! Komm, mach! Oh, nee, er will irgendwie nicht. Also mit Anlauf kann er teilweise schon Sprünge veranstalten. Laufplätze! Das ist dem wohl zu wenig. Dieses Gefängnis müsste doch eigentlich auch eine Wegmarke haben. Oder hier vorne an der Kreuzung, oder? Komm jetzt. Nö, sieht nicht so aus. Heya! Ey, ich komme hier nicht um die Ecke, ey. Irgendwie ist da irgendwas. Los, lauf! Komm, ich reite jetzt einfach mal. Hier muss es doch wieder irgendeine Schnellmarke geben, ey. Oh je. Da startet vielleicht auch wieder eine andere Quest. Chuchote-Höhle, ja. Da könnte ich natürlich wieder zurückreisen. Los! Komm, ich reite es einfach hier runter und fertig. Mal ein bisschen durch die Gegend reisen. Und das, dieser Pfad, der endet jetzt hier an dem Wasser, oder wie? Okay.
Ja, im Schwimmen ist er ja richtig gut geworden, der Geralt. Ist er richtig gut geworden. Im Spiel muss man ja teilweise voll viel rumschwimmen. Na, mein lieber Panther. Ach, wir reiten jetzt einfach querfeld ein. Verlassene Städte. Hier kann ich den Weg marken. Komm, ich muss sie nur platt machen. Komm, gib mir mal. Kommt mal her. Boah, die halten ganz schön was aus. Weg mit dir. Oh, es ging doch schnell. Dafür kriege ich sogar eine Wegmarke. Und manche Leute freuen sich jetzt, dass dieser Ort von Monstern befreit wurde. Gute Arbeit, Geralt. Jetzt, wo du uns gerettet hast, kannst du Urlaub machen. Dankeschön. Ist ja zu freundlich. Ich sammle gerade mal das Zeug ein. Liebe Leute. Aber das hat uns nichts gebracht. Wir haben keine Wegmarke bekommen. Oh, warte mal, war da noch irgendwie so eins? Ich könnte auch aufs Turniergelände reiten. Ach, komm. Ach komm, ey. Also, dann haben wir einfach nur ein bisschen Erfahrung gekriegt, aber ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Das Problem ist nur, dass ich ja für die meisten Quests irgendwie überhaupt keine Ausdauer mehr, Erfahrung mehr. Kannst du da nicht runter? Komm, zack, bumm, ey. Gehen wir zur selben Wegmarke, wie wir hier angefangen haben. Nur, dass wir einen anderen Weg zurückreiten. Aber das sieht hier wirklich ganz anders aus. Also, das ist, man hat hier auf jeden Fall als Stil nehmen wollen, malerisch. Ja. Hier gibt es immer wieder irgendwie, also wenn ich mir den Himmel da anschaue, das sieht man sonst gar nicht. Genau, und da sind wir auch schon wieder. So, jetzt können wir mal gucken, Marion, wo hielt sich Mario an auf... Ach, hier gibt es auch noch irgendwas. Wow. Das ist die erste Station. Da müssen wir wieder dahin. Da müssen wir wieder... Gut, dass wir das gemacht haben. Also diese Wegmarke, wo wir den Großwildjäger als Großwildjäger unterwegs waren und den Künstler dabei unterstützt haben, die hat sich schon bezahlt gemacht. Los, los! Ja, jetzt muss ich nur wieder gucken, dass die Wegmarke jetzt... Die zeigt ja nach oben. Das ist ja nix. An allem immer eine gute Seite. Jopp. Und ich bin dafür, ich reite jetzt geschwind. Wow. Wo bin ich da eben lang geritten, ne? Und ich hoffe, dass ich da nicht probiere. Ja, auf jeden Fall. Beweg dich! Was geht denn mit der ab, ey? So, jetzt bleiben wir mal auf dem Pfad, ey. Endlich freie Strecke. Ja, ich hoffe mal, dass ich die Materialien für die Mantikor-Rüstung beisammen habe, ey. Das mit den Schwertern ist mir nicht ganz so wichtig. Okay, hier geht's einfach nur geradeaus. Aber die Rüstung möchte ich haben. Und man sieht ja auch, das ist ein ganz schönes Rumreisen. Man könnte ja auch teilweise durch Zufall diese Sachen dann finden. Aber die meistens sind es so, dass es dann an einem... Oh, hier wieder eine neue Markierung, Gellenshof. Sehr schön, wenn wir hierher kommen müssen. Meistens ist es so, dass man da eigentlich nicht unbedingt einfach so vorbeikommt. Ja. Uah, wir müssen hier rechts abbiegen. Oh, das Wetter wird irgendwie auch anders. Karoberta-Wald. Panther, ihr dürft heute leben. Die Höhle, die nach hinter dem. Ich muss mich umsehen. Thank you.
off. Hier, Plötze, hau den mal platt, ey. Also schneidende Kälte geht auf jeden Fall ab. So, das hätten wir jetzt auch erledigt. Die Höhle, die Merten erwähnt hat? Na, eigentlich hat sie doch der Kumpane erwähnt. Was ist denn hier los? Wow. Genau. Das ist dann wohl doch ein bisschen zu dunkel, oder? Ich tue gar nichts. Aber hier geht's wieder ein bisschen. Scheint simpel zu sein. Das ist hier die Kammer. Majorans Kammer. Wahrlich, ich sage euch, gebt den Armen Almosen. Doch schenkt dem Bettler nicht gleich eine ganze Wassermelone, sondern nur eine halbe. Auf dass er für Freude keinen Schlaganfall erleide. Überall Zettel, auf jedem ein Gebet. Vielleicht hat auch Merten eins hinterlassen. Ist das Majoran? Okay, nur irgendwelches Zeug. Hier sind mehrere Zettel. Majoran, gesegnet sei dein Name. Bitte lass meinen Sohn Julien sicher in Kovir eintreffen. Lass ihn eine kleine Frau finden, am besten adliger Abstammung und mit viel Land. Pascal. Okay. Verschmiert. Und möge Jean-Luc die Cholera treffen und seine Gedärme verschlingen, denn er ist ein Lüstling und Hundsfott wie kein zweiter. Na, die sind ja nett hier. Das kann man alles hier so zu Majoran beten. Schon wieder diese Frauenstatue. Habe schon Melitele angefehlt, war bei den Druiden nichts. Vielleicht wirst du, großer Majoran, mein Gebet erhören? Ich möchte bitte alt, hässlich und fett sein. Ich bin diese ständigen hübschen Leute leid. Sie sind einfach tödlich langweilig. Ich dagegen möchte interessant sein, Quentin. Was für komische Leute, ey. Lass mich schön, schlank, verlocken und ewig jung sein. Und Marias fetter Schlampenhintern soll von Läusen gefressen werden. Ah, hier ist noch einer, oder? Mertens Gebet. 1203. Mertens Gebet. Segne mich mit Stärke, auf dass ich niemals zaudere. Segne mich mit Gewissheit, auf dass ich niemals zweifle. Segne mich mit Tatendrang, auf dass ich das Alte hinter mir lasse und das Neue begrüße. Ich, Merten, Hexer der Manticore-Schule, beginne heute meine Pilgerreise. In der Höhle, in der Majoran einst 23 Tage und Nächte fastete und meditierte. Ich schwöre, für meine Sünden zu büßen, den Pfad der Erlösung zu beschreiten und mich von allem zu befreien, was mich noch an mein altes Leben bindet, auf das ich stolz unter den Jüngern des Höchsten stehen und mich einen neuen Mann nennen kann. So werde ich nun zum Majorans Tempel reisen, um den großen Bettler zu treffen, den Weisen, der die Perlen Majorans länger im Herzen bewegt hat, als irgendjemand sonst in diesem Jammertal. Seinen Rat will ich auf meinen Weg zur Absolution beherzigen. Na also, Merten hat ein Gebet auf der Rückseite des Schemas notiert. Offenbar ist er aus dem Gefängnis hergekommen und dann zum Tempel weitergezogen. Zum Tempel. Also ein Schemata haben wir schon bekommen, oder was? Du sollst stets die Wahrheit sprechen, es sei denn, der Wahrheit ist damit nicht gedient, weshalb du lügen sollst. Geile Sachen, ey. Das nehmen wir auch mit. Machen gerade die Runde hier fertig. Das kennen wir schon, oder? Nee, o großer Majoran, mach meine Felder fett, meine Ernte reich, bewahre sie vor Flut und Dürre. Aber nur meine Felder, ja? Mein Nachbar hat schon genug Glück gehabt. Gaston. Bitte segne Mama mit guter Gesundheit, großer Majoran, damit es ihr gut geht und sie nicht mehr so schrecklich beschissen gelaunt ist, Antoinette. Die Texte sind echt der Hammer teilweise, ey. Füge deinem Nächsten nicht zu, was du nicht wünschest, dass man es dir zufüge. Es sei denn, dein Nachbar hat dir übel mitgespielt und verdient deine Rache. Also dieser Majoran ist anscheinend ja ein sehr menschlicher Gott, oder?
wenn es auch ein Gott ist. Lorin, noch ein letztes Gebet. Genieße alles im rechten Maße, Speis und Trank und Fleischeslust. Übertreibst du es, sollst du am anderen Tag erwachen mit schwärzenden Kopfe, eiligem Bauche und welkem Gliede. Tja, sonst war hier nix. Ne, nicht wirklich. Dann können wir diesen dunklen Tempel auch schon wieder verlassen. Nur mal ein kurzer Blick geworfen, sah eben fast so aus, als wäre da was. Was, kann ich plötzlich hier nicht rufen? Na ja, gut, dann hol ich ihn da ab. So, nächster Stopp ist also Majorans Tempel. Wir machen hier echt auch so eine Pilgerei. Boah, die ist ja... Sollte man das reiten, ey? Das ist krass. Wir müssen eigentlich wieder zu der Höhle, wo wir vorhin waren. Erstmal dahin. Komm schon, Plätze. Genau, komm schon, Plätze. Bleib auf dem Pfad. So, dann ist mal nach links. Wir sind hier an einer Wegmarkierung vorbeigekommen. Die müsste eigentlich direkt hier um die Ecke sein. Ja, eigentlich genau hier. Warte, Plätze. Wir machen das ein bisschen schneller hier. Mehr oder weniger schnell. Also, gleich müssen wir hier hin. Wegpunkt markieren. Chuchote-Hölle. Müssen wir voll nach Norden. Puh, da sieht man mal, ey, was man da alles machen muss, es zu bekommen. Und ich habe das mit allen Rüstungssets gemacht im Hauptspiel. Und hier läuft es ja so ähnlich ab, nur dass wir bisher nur zwei haben. Manchmal hat man direkt auch mehrere Schemata gekriegt, aber... So, der schnellste Weg, einfach querfeldein. Wir lassen uns von nichts aufhalten. Full Speed, komm. Dieser Pferdesattel, also der vorherige Pferdesattel, den ich von Hearts of Stone bekommen hatte, der hatte 85 Ausdauer und der hat hier 90. Also es ist ein kleines bisschen besser. Ja, und dafür habe ich halt noch dieses rot-weiß karierte Ritter Geralt. Irgendetwas stimmt nicht. Komm jetzt. Ein versteckter Schatz? Das müssen wir direkt machen. Ach, das sind doch wieder diese Viecher, die gerufen worden, oder? Die jemand beschworen hat. Gucken wir uns hier auch der Fall ist. Ja, ja. Die werden ja direkt eingefroren, ey. Ich will einfach nur einen Schatz haben. Und da liegt er. Oh, da gibt es ja noch mehr zu lesen, aber jetzt, wenn wir es schon haben, ey. Wow, also ich kann es verstehen, wenn jemand da vorspult, aber ich ziehe mir das jetzt einfach rein. Wer nicht weiß, wo er graben soll, fragt am besten die alten Waschfrauen oder die alten Männer, die an der Straße sitzen. Die wissen alles. Ja, ich weiß, natürlich bedarf es großer Geduld, man muss die Spreu vom Weizen trennen, aber es gibt keinen besseren Weg, um sich über die örtlichen Legenden schlau zu machen. So haben wir Fuchstal gefunden, wo angeblich Tontöpfe aus dem Boden wachsen. Wir haben bei Fuchstal den Teil eines Weinguts ausgegraben, aber was wir da fanden, waren keine Tontöpfe, sondern Urnen, Elfenuhren. Es sieht ganz danach aus, als sei das Dorf auf einem antiken Friedhof der Aen Sedai erbaut worden. Dieser Friedhof stammt nach meinem Dafürhalten aus der Zeit, als die ersten Menschen herkamen. Die Gräber sind womöglich voller Schätze. Die alten Elfen begruben ihre Toten mit vielen Kostbarkeiten. Wir haben schon ein paar Schmuckstücke ausgegraben. Wenn wir tiefer gehen, finden wir gewiss noch viel mehr. Heute haben wir einen Aushub an einer neuen Stelle begonnen. Matthias fand eine herrlich verzierte Kamee im Boden und als er sie greifen wollte, merkte er, dass ein Skelett sie in den Knochenfinger hielt. Anselm begann ihn aufzuziehen, aber das Lachen verging ihm rasch. Das Tal steckt voller Elfenskelette, Männer, Frauen, sogar Kinder. Die Knochen lagen chaotisch, Köpfe und Gliedmaßen fehlten, Kindern war der Brustkorb zertrümmert worden. Was war hier geschehen? Eine weitere schlaflose Nacht, Blut, Schreie, Heulen. Ich wache schweißgebadet auf und sobald ich eindöse, geht es gleich wieder los. Ich ließ meine Begleiter ein tiefes Loch ausheben.
Da hineinwerfen werden wir die verfluchte Kamee. Sie gehört in den Boden, zu den Toten. In der Nacht ist Matthias verschwunden. Niemand hat ihn das Lager verlassen sehen. Anselm sagt, wir sollen seinem Beispiel folgen und fliehen, solange wir noch können. Doch ich kann nicht einfach so gehen. Das Tal ist voller Gebeine. Anselm schrie mich an, nannte mich einen Irren. Doch ich muss jemanden sagen, was wir gefunden haben. Angeblich hält sich eine Gruppe Archäologen von Castell Graupian bei den Thermesruinen auf. Der Rest ist blutbefleckt. Im Lager der Schatzjäger. Okay. Kanovans Fluch, was ist das? Ist das jetzt wirklich nur einfach nur eine Schatzjäger-Quest, ey? Das Schatzsuchen, ja. Okay, dann sollte sich dann die Schatzsuche auch mehr oder weniger in Grenzen halten. Weil jetzt so eine Ultra-Nebenquest, wo ich jetzt eine halbe Stunde dann rummache. Ja, ich will ja jetzt hier am Ball bleiben mit meiner Manticore-Rüstungsquest. Was ist das denn jetzt wieder hier für ein Ort? Oh, das macht ja gar nichts, ey. Ich dachte, die brennen so gut, ey. Na, jetzt. Ich rutsch hier einmal im Kreis. Komm, jetzt lassen wir das mal so, ey. Boah, die halten ganz schön viel aus hier, ey. Kann man das mal platt machen hier? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Ey, wenn wir wenigstens eine platt machen. Endlich. Was sind die 46? Oh, fuck, wir sterben. Die sind ganz schön hardcore dabei, ey. Komm. Komm, hör mal auf zu spucken hier, ey. Lad auf, komm, Geralt. Was? Wie wär's weg? Wow, ey. Also, das ist schon krass, wenn die 5 Level über einen sind. So, bitte jetzt mal eine Stunde ruhen. Auch wenn es denn jetzt Abend ist. Wir sind da, wo der Schatz ist.